Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen, ja, Battlefield Gothic Armada 2. Und, ja. Ich habe mit zwei Runden, glaube ich, abgewartet, ein bisschen die Planeten aufgerüstet und dann ist mir aufgefallen, hey, scheiß auf die Planeten, ich brauche hier noch Schiffe und ihr habt ja kein Geld. Jedes Mal, ich muss echt die Runden warten, bis ich eine neue Flotte bauen kann. Die Dauntless ist noch nicht ganz heile. Aber wir sind ja insgesamt, sagen wir, fast 800. Und hier haben wir 400. Ich glaube, da warte ich gar nicht so lange. Und dann versuchen wir, diesen Planeten da zu erobern. Hier war ich auch noch am Überlegen. Aber nehmen wir erstmal den. Dann können wir uns hier wieder zurückziehen. Und da kommt das Chaos dann gar nicht mehr hin. So. Für die sind wir noch ein bisschen zu schwach. Auf der Brust. Aber das sollte klappen. So, dann nehmen wir einmal die Imperial Fists. Gute Männer. Gelbe Männer sind gute Männer. So, weiter. Fight. Ja, könnte... Was haben wir da? Iron Warriors. Und Lost of the... Was sind das für Leute? Lost of irgendwas. Ich kenne... Den kann ich nichts anfangen. Mit dem Orden. Iron Warriors ist natürlich ein Feind. Oder der Erzfeind von den Imperial Fists. Darum müssen wir die Schlacht so schlagen. Das tut mir leid. Da können wir nicht Autoschlacht machen. Da müssen wir wirklich... Die müssen wir wirklich mit der Imperial Fist mal richtig auf die Nase geben. Dazu trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee. Ach, die Ladezeiten werden einfach nicht besser in dem Spiel. So. Ja, da ist das Schiff von Spire. Oh, da war was Gelbes. Unsere Space Marine. Ah, konnte man nicht alles auf dem Schlachtfeld? Ich hasse das. Wir durften maximal 600 Punkte. Oh. Das habe ich gerade selber verpeilt. Das war scheiße. So, dann hätte ich nämlich nicht die Dauntless genommen, die schon angeschlagen ist. Das Schiff hier, den leichten Kreuzer. Ich hätte mich da wahrscheinlich doch eher für ein anderes Schiff entschieden. So, Capture the Flag. Der Feind hat Minen, das weiß ich. Und ja, irgendeine Plattform. So. We wait your command. Energie. Maximum Burn! So, du brauchst nur... Ach komm, Energie. Ihr seid jetzt meine schwere Einheit. Ihr straight dahin. Energie. So, tritt mal auf die Bremse. So, da müsste das Minenfeld sein. Ach gar nicht, es sind einfach schon Waffenplattformen, die was einnehmen. Das war geil. The enemy has seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. Zwei Ziele. Das heißt, wir kämpfen hier um drei und dann müssen wir die Waffenplattform platt machen. Ship ready. So. Liegt's normal? Gut. Der hat den Punkt gleich. We serve. So, wir nehmen den einfach Heading mal. Heading acknowledged. Lang und schmutzig einfach ein. Ah, die machen schon Punkte, wir gar nicht. You have seized a strategic area. Lass mal dahin. Energie. So, das Chaos nährt sich. Ich würde sagen, scheiß auf den We Punkt. Wait your command. Ihr dürft schießen, sobald Feind Kontakt ist. Weiß was. You have seized a strategic area. So, oh, Ship ready. Blitzschlag brauche ich nicht. Ich behalte dich mal hinten. We wait your command. Anna. Enemy target. Target locked in. So, Bomber. Enemy sighted. Initiate Thunderhawk bombardment. Ah, das war zu kurz. Setting course.
Enemy sighted! Enemy sighted! We serve! Engaging target! Lass mal Bomben, hat das getroffen? Stirb doch mal da. Reporting successful boarding action. Teleport attack successful. So, dann haben wir das. For the Emperor. Au, da mal schnell raus, schnell raus, schnell raus. Schade. We serve. The enemy has seized a strategic area. Engaging. Engaging engines. Ach du Scheiße, was ist mit den Space Marines los? Tech Marines, calm the machine spirits. Hau ab. Ship ready. We serve. Your orders? Ah, meine Space Marines werden gejagt. Das ist doof. Enemy sighted. Understood. Give us purpose. Hey. We wait your command. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Ja, das sieht sehr gut aus für den Feind. We serve. Da mal eine Plasmabombe, vielleicht reicht das ja. Show us the enemy. Understood. Oh, das sah gut aus, die Plasmabombe. Your orders? Jetzt müssen wir hier ein bisschen Abstand gewinnen. Ship ready. Coordinates acknowledged. Noch einen Schritt. 25% of strategic points. We stand ready. Ah, da hinten ist auch noch einer. We wait your command. Aye, Admiral. Enemy sighted. Oh Gott, oh Gott. Moving to position. Ah, das ist alles doof für meinen Space Marines. Hold course. You have seized a strategic area. So, und dann gleich Nahkampf da. Das große Schiff da gleich stirbt. Aye, Admiral. Underway. Enemy sighted. Ah, Torpedos haben glaube ich nicht an. Ich hab nur Angst um das Space Marine Schiff, das lebt nicht mehr lange. Oh, das war der falsche Knopf, aber egal. Wir lassen sie zurückziehen. We are leaving the battlefield. The enemy is seizing one of your strategic areas. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Targeting enemy vessel. Your orders? Das sieht schlecht aus bisher. Changing course. Ich versuche ihn noch mit Nelterbomben irgendwie zu. Ah, das war zu spät. Scheiße. We wait your command. Oh, wir haben Truppen verloren. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, nicht gut. Engaging engines.
Ship ready. Ah, die nerven. Die müssen vessel. Sterben. Die müssen the einfach enemy sterben. Has seized a strategic area. Course engaged. So, Rammanöver. The enemy has accumulated 50% of strategic points. So. Dann würde ich sagen, ihr kümmert euch darum. Your orders? Wow. We serve. Damage team, begin repairs now. All ahead, full. Your orders? Bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier, mein Freund, komm zurück. So, wenn der vorbei ist, gehst du auch in diese Richtung. Engaging engines. Wir holen jetzt den Punkt zurück. We wait your command. Wormloch Action hätte ich gern hier, oder wie das hieß. Mikro Warpsprung, Warpsprung. Aye, Admiral. Energie. Nee, ihr Süßen, bleibt mal schön changing hier. Course. Schön den Punkt einnehmen. So, understood. Genau. Enemy sighted. Warp engines active. Oh nein, Scheiße. Ich dachte, das war es gerade. Oh nein, ich kann es nicht abbrechen. Ich kann es nicht abbrechen. Ah doch, oh Gott. Ship sei ready. Den wollte ich nicht zurückziehen. Der sollte einfach. Ich dachte, er hätte auch hier so einen Mikro-Warp-Sprung. Und dann einfach hinter dem Feind hinterher. Aber hat er leider nicht gehabt. Your orders? Underway. Oh Gott, ey. Ich kann das doch nicht verkacken. Nochmal Torpedos. Die sehen gut aus. Zwei haben getroffen. Changing course. So, wenn nichts hilft, dann hilft eins. Enemy ship crippled by the lightning strike. Heading acknowledged. Maximum burn. Dreh dich. Dreh dich. Und normale Energie. You have seized a strategic area. Hamas? Aber. We wait your command. Notreparatur ausführen. Initiate emergency repairs. So, Melterbombe hat ein bisschen was gebracht. Wir haben Schilde runtergekriegt. We serve. Impossible, Admiral. Boarding teams have crippled the enemy. So, komm mal näher ran. Wenn wir das schon gerade eine Melterbombe reinballert haben, we wait your command. Sollten wir uns auch drum kümmern. Ist ja getan, das gibt's doch nicht. Oder explodiert, glaube ich. Gut. Dann, alle Mann. Attacke. Ich habe das Gefühl, dass die Musik irgendwie lauter wurde. Kann das sein? Das fällt mir jetzt erst auf. Sorry. We wait your command. So, alle Mann. Attacke. Engaging target. The enemy has accumulated 75% of strategic points. Ja, ich arbeite dran. Ich trinke noch mal einen Schluck Kaffee. Treffen aber echt schlecht. You are close to victory by strategic points. Nachladen, hat er keine Schildreparatur oder sowas, wie bei den Tyranniden? Leider nicht. Your orders? Reinfahren, jetzt habe ich da langsam die Nase voll da. Enemy defense platform destroyed. Das dauert mir einfach zu lange mit euch, meine Freunde. Coordinates acknowledged.
einfach mal rein torpedieren. Course engaged. Rein da. Kam sogar was an, ist doch schön. Setting course. You have accumulated 75% of strategic points. Na, haben wir doch. Es ist aber schon echt fies bei so einer Mission, dass die KI diesmal gleich 2 Punkte automatisch schon eingenommen hatte. Da musste man halt sehr offensiv spielen. Aber wir haben bisher auch Glück, dass die Gegner noch nicht so große Schiffe haben. Sieg. Und ich glaube mittlerweile, dass diese Ringe hier die Upgrade-Funktion sind. Das finde ich gegenüber dem ersten Teil schade. Es ist natürlich für die Leute, die Micromanaging nicht betreiben wollen, natürlich ideal. Für die, die es aber im ersten Teil geliebt haben und ihre Schiffe darauf spezialisiert haben, finde ich es ein bisschen schade. Da hätte man so einen Mittelweg gehen können, dass man entweder nur das automatisch macht oder dass man halt das manuell macht, aber nun denn. Rang 2. Wir haben eine größere Flottenkapazität, mehr Führung. Das heißt, wir können in einer Schlacht mehr Einheiten. Und wir haben eine größere Kreuzer wahrscheinlich. Upgrade, Befehlskapazität, läuft. High Command has granted its blessing to our work. Our fleets grow in capacity. Okay. So, Erhöhung der Flottenkapazität ist klar. Anstieg der Führung. Sie können nun zu Beginn einer Schlacht, das ist auch klar. Neue größere Schiffe ist klar. Upgrade-Punkte ist klar. So. Was können wir hier machen? Ausgeweitete Teleportarium. Blitzschlag fügt einen zusätzlichen Schaden zu. Oh. Disruptorüberladung. Was? Necron-Schiffe wird um 10 Sekunden erhöht, okay. Erweiterte Hangars. Also mehr Flugzeuge. Die Hangar benutze ich, also diese Raumschiffe benutze ich viel zu selten, glaube ich. Panzerdurchdringende Munition. Auf kurze Reichweite wird die Panzerung des Ziels gegen Makrowaffen um 50% oder 50% verringert, okay. Hülle. Effektreparatur. Feuer an Bord. Wird um 25% reduziert, finde ich gar nicht schlecht. Befehle und Stellung werden um 10% reduziert. Erhöht die Schildregeneration. Ah, Schild ist immer geil. Ich liebe Schild. So, weil wenn sie unsere Strukturpunkte wegknallen, geht unser Schiff natürlich eher kaputt. So, wir haben, was haben wir da? Ein Zug. Sie erhalten 10 Züge lang jeden Zug 100 Ressourcen. Das finde ich gut. The enemy will be mobilizing. A watchful eye must be kept on their systems. Du sagst das. We now have the opportunity to forge a new fleet. Ich würde gerne die Flotten, die wir haben, weiter verbessern, statt eine neue zu bauen. Je höher der Bedrohungswert einer Fraktion in einem Sektor, desto wahrscheinlicher ist es, dass Flotten in dieser Fraktion Angriffe auf benachbarte. Ja, klar, Angriffsmeldungen. Das ist auch klar. Flottenstellung, um eine neue Flotte zu erstellen, wählen Sie. Ja, ist auch klar. Brauchen Sie Konstruktionspunkte, um eine Flotte zu erstellen. Daher müssen das auf ausgewählte System mit verfügbaren Werften verbunden sein. Okay. Wo war denn überhaupt die nächste Werft? Ich glaube nicht in diesem System, oder? Doch hier, ne? Da ist es. Da haben wir auch Konstruktionspunkte. Hier haben wir auch einen Konstruktionspunkt. Das heißt, hier könnten wir wahrscheinlich eine Werft bauen in dem System. Kann das sein? Nö, kann nicht sein. Fabrikwelt. Okay. Aber doch, hier gibt es die Möglichkeit, eine Flotte zu bauen. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Zur Auswahl. Akinda. Engoro.
Was ist denn für ein schönes Schiff? Der hat wirklich noch einen Mikro-Warp-Sprung. Destruptor-Bomber, die mag ich eigentlich auch. Kurzbrenntorpedos. Was sind so Fähigkeiten, die wir schon freigeschaltet haben, oder was? Eine Sonde. Deflektor-Überladung. Macht die Schilde des Schiffes unangreifbar. Ja, das ist eigentlich auch nicht doof. Oh, wir haben ja echt eine riesen Auswahl. Aber wir haben kein Geld dafür, sehe ich gerade. Scheiße. Bastion, Gothic. Aus dem Gothic-Sektor, aus dem Solarsektor. Bastion kenne ich gar nicht, den Sektor. Armageddon, ah. Die Schiffe sind immer gleich quasi und das Geld auch. Es kommt nur, hier sind es nur die verschiedenen Sektoren. Da werde ich natürlich hier den Gothic-Sektor nehmen. Was haben wir hier noch? Oh, Alter, das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Man kann hier aus verschiedenen Orden Space Marine-Schiffe rekrutieren. Das ist natürlich für Leute, die ihren eigenen Orden haben. Iron Hands. Ah ja, und der, also der Erzfeind von denen waren die Iron Warriors. Haben wir gegen die Iron Warriors vorhin gekämpft, ne? Iron Hands waren ja die Guten, ne, quasi. Die quasi ihr gutes Fleisch, oder sagen, ihr Fleisch ist schwach und dann bauen sie sich mal irgendwelche Ärmchen dran. Die Salamander. Ah, ein schwarzes Kopf und rote Augen, ganz cool. Ach, die nehme ich nicht. Blood Angels. Cool, sogar mit so einem neuen Helm. Der kam ja erst vor ein paar Jahren raus, glaube ich, ne? Dark Angel, okay, sehen sehr gleich aus. Nur der Helm ist leicht anders. Naja. Das finde ich cool, dass man hier wirklich so mehrere Varianten hat. Das finde ich wirklich cool. Adeptus Mechanicus. Auch das ist wieder cool. Sind ja auch erst vor ein paar Jahren als Modelle rausgekommen. Leider finde ich es schade, dass sie sich da mit den Bildern nicht mehr Mühe gegeben haben. Das sind alles nur die gleichen. Also die Bilder sind die gleichen. Gut, dann gehen wir da zurück. Können quasi keine neue Flotte gründen, obwohl wir es sollen. Ja, dann müssen wir... Wie machen wir das jetzt? Ein, zwei Runden warten. Wir beenden erstmal den Zug und dann mal gucken, was wir dann machen können. Das Chaos will uns gleich angreifen. Bedrohlichkeit Stufe 2 erhöht ist mir. We have detected an enemy incursion. We must defend the Emperor's realm. Jawohl, schon klar. Es greift aber nur eine Flotte an. Unterbrechung. Feindliche Angriffe und Invasion, die auf von ihnen kontrollierte Systeme zielen, können durch Schlachtpläne verzögert werden. Ja, durch Minenfelder etc. verzögert, das ist alles klar. Schlachtpläne. Schlachtpläne können auf zwei Arten erhalten werden. Einige besondere Zielorte in dem von ihnen kontrollierten System versorgen sie mit Schlachtplänen. Ja, toll. Schlachtpläne können durch Angriffsaktion oder Flaggschiffe. So, eine Runde. Dann wird er sich hier aber gleich wundern, wenn er hier runterkommt. Also wenn ich er wäre, würde ich gleich nach Hause fahren. Na, jetzt kommt wieder so ein langer Ladebildschirm, aber ich glaube... Ach, hier können wir wieder nicht rekrutieren, oder was? Doch hier, Vanguard 1. Dann hätten wir noch ein Space Marine Schiff. Space Marine! So. Kriegen wir den überhaupt rein mit 165? Ne, wie viel Punkte kostet der? Doch 165, ne? Das heißt, der Wert sollte auch 165 haben. Den kriegen wir nicht rein. Wir könnten aber noch einen Hunter kaufen. Nee, kriegen wir auch. Doch, den kriegen wir noch rein, den Hunter.
Ups. Ich habe nicht bestätigt. Gib mir den Hunter. So, bestätigen. So. Die nächsten Schiffe kriegst du, mein Freund. Gebe ich das Geld für eine Reparatur aus? Nö, lass mal. Wir sparen noch eine Runde. Und der springt wirklich aus Cardia da raus. Ja, was willst du machen gegen die Night Lords, ne? Der hat doch keine Chance. Ich sag da mal Autoschlacht. Tschüss, Night Lords. Oh, was ist denn da passiert? Dämonischer Angriff. Das Schiff verliert 2 Truppen. Wenn das Schiff keine Truppen mehr hat, gilt es als zerstört. Okay. Aber sonst aufgestiegen, sonst keine nennenswerte Verluste. Tja. Aha. Es ist ganz nett eigentlich, dass das Chaos jetzt hier zum Gegenangriff geht. Übergeht. Das heißt, Spire. Gott. Schick die Space Marines da runter. Die machen den schon Platz. So, das heißt, Jüngchen. Ach, du musst reparieren. So, du brauchst ein neues Schiff. Kriegen wir was für 120? Ich will kein kleines Eskortschiff. Ich will einen leichten Kreuzer haben. Einen leichten Kreuzer kriegen wir für 100. Was kriegen wir denn da? Torpedowerfer, die sind wahrscheinlich billiger hier irgendwie, statt bei den Space Marines. Die waren ja, glaube ich, bei 160. Die Imperiale Armee kostet da auch ein bisschen mehr. Der hat Makro. Ja, dann kaufe ich einfach mal den. Dann haben wir da Stärke 500. Ich würde sagen, wir warten dann hier noch eine Runde. Oder wir geben nächste Runde schnell alles reparieren, mir so ein bisschen Punkte aus. Dann können wir nämlich nächste Runde Cardia angreifen. Und die schwächen sich automatisch, weil sie gegen die Space Marines versuchen anzutreten. Beenden wir den Zug. Tausend Suns. Ach komm, noch eine kurze Runde. Machen wir nochmal ganz kurz. Das wird ganz schnell gehen. Das wird ganz schnell gehen. Aber ob die 1000 Suns dann auch viel zaubern können? Sind ja eigentlich bekannt dafür, ne? Dass sie das... ja, zaubern ist es halt... Ja, doch. Das Chaos beschwören können. Vielleicht können sie doch irgendwelche Zauber, keine Ahnung, Warpriss machen oder sowas. Irgendwas Cooles. Space Marine, Attacke! Ach, ist das schön. So, Escort-Schiff zur Seite. Müssen wir wieder Punkte einnehmen? Oh, ich finde langsam das Missionsdesign. Ich habe noch keinen Konvoi gehabt, oder? Wir hatten noch keine Konvoi-Mission. Die habe ich in Teil 1 gemocht, diese Konvoi. Die waren noch echt manchmal scheiße schwer, aber die haben echt Spaß gemacht. So. Attacke. Attacke. Energie. Und wir machen jetzt einfach frontal. Full Speed, genau. Ich bin listening. Oh, der geht übers Ziel hinaus. Stopp, Junge, stopp, komm zurück. Und ihr auch. Stopp. Standard Speed engaged. Nein, dieser wird hier bleiben. Oder da bleiben. Underway. Du komm mal zurück. Schau mal ein bisschen vor. Soll ja ein bisschen schnell gehen. Warum gehen die weiter? Haben wir eine Sonde? The enemy has seized a strategic area.
Warte mal, du gehst mir gerade auf die strategischen Nerven. Da war kein Punkt. Nö, dann kannst du dich da anschließen. Du aber, mein Freund, wirst dich dahin bewegen. Energie und Play. We stand ready. So, ihr seid jetzt meine Eins. Give us purpose. Makrobombe oder so haben wir nicht. Wir haben wirklich. The enemy has seized a strategic area. Bomben wir den gleich zu. Enemy in sight. Oh, der kommt sogar näher. Launch Thunderhawks. Genau. Show us the enemy. Nee, ist außer Reichweite. Feuer. It will be destroyed. Where shall we strike? Enemy in sight. That is impossible. Was ist das denn für eine Funktion? Schiff führt eine Angriffsaktion aus auf das Ziel durch. Okay. Ah, da hinten ist auch einer. Wir kriegen Besuch da hinten. Give us purpose. I am listening. You have seized a strategic area. Moving to position. Oh, die nehmen meinen Punkt ein. Das gibt's ja nicht. Wie frech. Ah, voll vorbeigeschossen. We stand ready. Show us the enemy. We stand ready. Wie sieht's hinten aus? Where shall we strike? Engines engaged. Enemy in sight. So, einmal listening. Auf das nächste Ziel. Den einen Punkt gebe ich auf. We stand ready. You have accumulated 25% of strategic points. Den nächsten Punkt nehmen wir ein, da. Attacke. All power to engine. Oh, das sieht, glaube ich, ungewollt aus. Kann er, kommt er vorbei? Kommt er vorbei? Ja, er kommt vorbei. Guter Mann. Show us the enemy. Where shall we strike? Was habe ich gerade angeklickt? Give us the enemy is seizing one of your strategic areas. So, den haben wir auch. Dann nur noch ihmchen. Ich würde mal sagen, Energie. Nee, du nicht. Zurück, du zurück. Ah, ich glaube, du alleine machst auch nicht viel. I am listening. Underway. So, wir führen auf jeden Fall. I am listening. The enemy has seized a strategic area. Repositioning. Na, kommen die Torpedos an? Ah, ich hätte doch weiter vorsetzen sollen. Das ist Torpedoschießen auf Distanz, muss ich echt nur üben. We stand ready.
Repositioning. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Give us purpose! Engines engaged! So, jetzt versuche ich aus nächster Distanz da mal Enter-Torpedos zu machen. At your command. Oh, der kommt an. Hat er den Punkt erobert? Nö. Komm mal zurück, Junge. Autoschießen aus wahrscheinlich, muss ich mal machen. Das ist mein Problem. Show us the enemy. Nee, dreh dich noch ein bisschen, dreh dich noch ein bisschen. You have accumulated 50% of strategic points. So, Bomber. I am listening. Das ist ein abfangiger Scheiße. Vernichter? Ich weiß gar nicht, wofür die alle sind, ey. Ach komm, drauf da. Ah, Bombardment, das war glaube ich richtig. Show us the enemy. So, mit dem mache ich gleich mal eine Kombi, dass ich hier das den Schild überlade für 10 Sekunden und dann mal ramme. Give us purpose. I am listening. To where we are needed. You have seized a strategic area. To position. Okay, das mit Schutzschild klappt das nicht so ganz, wie ich mir gedacht habe. So, du darfst wieder angreifen. Main batteries fire. Wir kriegen das Schiff da irgendwie nicht kaputt. We stand ready. Initiate Thunderhawk bombardment. Ah, oh, Torpedos wieder daneben. Teleport attack successful. Shall we strike? Mist, Schild ist down. Rear. Setting priority target. Hold course. So, jetzt aber. To position. Weg, 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 weg. We stand ready. Ach, der zieht sich zurück. Verdammt. Ich dachte, er explodiert. Verdammt. Nein. Scheiße. Scheiße. Ich dachte, er zieht sich, ich dachte, er explodiert oder so. Ich habe da nicht gelesen. Rückzug. Fuck. Weil jetzt wird die Armee oder die Flotte wird noch existieren. Gehe ich von aus. Dass er quasi wieder zurückspringt oder so. Mal gucken, ob ich richtig liege. Aber ich ahne schon, dass das doof war. Ja, er ist nicht zerstört. Aber wir haben jetzt Gesundheit. Kein Schiff verloren. Nee, er rennt. Er ist trotzdem zerstört. Okay, ich hätte gedacht, dass der vielleicht noch irgendwie überlebt. Vielleicht kommt er ja irgendwann auch wieder, weil der quasi überlebt hat. So, ja, dann seid ihr erstmal schachmatt. Und wir haben kein Geld, dann würde ich sagen, nächster Zug und dann gibt's Angriff auf Cardia. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.